Das ist einfach Sommer in einer Tube und das ist Sommer in einer Tube, nur mit Glitzer. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir für heute etwas ganz Besonderes überlegt. Wirklich back to the roots, back to the wirklich 2014 roots. Hi ihr Lieben, ich bin's eure Dagi und ich melde mich zurück am Ende des Monats. Und zwar wollte ich unbedingt mal wieder ein Favoritenvideo machen. Und zwar stelle ich euch heute meine Sommerfavoriten vor, die eigentlich seit Jahren schon meine Favoriten sind. Ist hier kein Placement, nichts hier irgendwie gesponsert. Das ist wirklich alles meine eigene Meinung, meine eigene Empfehlung zu den Produkten. Aber ich wollte direkt mal gucken, wann denn das letzte Mal war, dass ich ein Favoritenvideo gedreht habe. Moment. Das ist schon sehr lange her. Okay, mein letztes Favoritenvideo hieß meine All-Time-Must-Have-Produkte und ist vor 4 Jahren am 7.04.2016 online gegangen. Wow, okay. Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video wird es sich alles rund um meine Must-Have-Beauty-Produkte drehen, die ich wirklich schon seit Jahren benutze. Ihr denkt sich gerade, dass es so lange her ist, aber anscheinend. Ihr könnt euch ja denken, eventuell in dieser Zeit ist sehr viel Neues dazugekommen, was sich jetzt meine Favoriten nennen können. Und ich dachte, ich mache es jetzt einfach nach Kategorie. Und ich würde auch direkt sagen, lasst uns starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und let's go. Mein erstes Favoritenprodukt ist das hier. Ich denke, die eine oder andere denkt sich so, what the fuck, was ist das? Dachte ich auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Aber es ist von Eucerin, es ist eine Apothekermarke und zwar ist das eine... Also es ist ähnlich wie Vaseline, ich zeige euch mal wie Textur ist. Es ist halt durchsichtig und es ist halt gegen extrem rissige Haut. So, hier seht ihr mal, wie das aussieht. Das ist halt perfekt für so Ellenbogen oder für eure Beine, wenn die extrem trocken sind. Wenn ihr Sonnenbrand hattet, könnt ihr das draufschmieren. Es ist halt wirklich sehr dick, aber extrem pflegend. Also ich mache mir das wirklich jede Nacht auf die Lippen, sodass meine Lippen wirklich geil durchfeuchtet sind am nächsten Tag. Dass ich keine rissigen Lippen habe oder ich mache es mir auch also richtig gerne meinen Handrücken, also über die Nacht, dass es wirklich schön einzieht und das ist richtig geil. Unter anderem ist das auch ein Lieblingsprodukt von Hailey Bieber. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich irgendwann später herausgefunden, als ich das schon längst hatte. Also das ist halt eine Protect and Repair Salbe. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ist auf jeden Fall eines meiner Favoriten. Dann habe ich als nächstes ein Abschminkzeug. Und zwar das hier. Das ist das Micellenreinigungswasser von Garnier. Und das benutze ich tatsächlich gar nicht so lange. Aber ich bin wirklich begeistert. Also allein vom Preis her und wie viel Make-up das wirklich wegmacht. Und dass ich davon überhaupt keine Reaktion habe. Also weder bekomme ich davon Pickel noch irgendwie trockene Haut oder sonst was. Es pflegt extrem und wirklich so, gerade wenn ich so zum Beispiel so Fake Lashes drauf habe, muss ich einfach so ein bisschen auf dem Wattepad machen, dann drauflegen und dann löse ich das komplett von alleine. Also ohne Druck, ohne gar nichts und damit bekommt ihr wirklich jedes Make-up weg. Also das ist eines meiner derzeitigen Favoriten. Kann ich wirklich sehr empfehlen und euch ans Herz legen. Dann habe ich etwas in meinem Repertoire, was sehr wahrscheinlich sehr viele kennen, wenn sie TikTok haben. Und zwar das hier. Das ist The Ordinary Hyaluronic Acid. Acid. Und zwar ist das ein Hyaluronserum, was man sich nach dem Abschminken bzw. vor dem Make-up auf die Haut gibt. Und ich muss wirklich sagen, das ist auch ein sehr, sehr geiler Primer. Also dass, wenn man das vor dem Make-up drauf macht und dann sein Make-up drauf verteilt, ist es wirklich wie so dran geklebt. Das ist meine zweite Tube und ich muss wirklich sagen, I like it very, very much. Und ich wollte auch in diesem Video das hier verlosen. Also nicht das hier. Moment, ich hole mal das Richtige. Das Ganze ist nämlich hier noch eingepackt. Und zwar verlose ich einmal das hier an einen von euch. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist dem Video einfach einen Daumen nach oben zu geben und ein Abonnent meines Kanals zu sein. Und dann bekommt ihr endlich dieses gehypte Hyaluronic Acid, was wirklich durchgehend ausverkauft ist. Also es war echt ein Kampf, das wieder zu bekommen, weil es wirklich einfach durchgehend ausverkauft ist. Das verlose ich an einen von euch da draußen. Also wenn ihr Bock habt, macht gerne mit. Aber ich muss wirklich sagen, man merkt richtig, wie durchfeuchtet die Haut ist, wenn man das benutzt. Und es hat auch eine ganz, ganz komische Konsistenz. Also es ist überhaupt nicht flüssig. Es ist eher so... Seht ihr, dass das zieht so Fäden, weil das halt so dickflüssig ist.
Auf jeden Fall ist das auch eines meiner Favoriten momentan. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man Sonnenbrand hat. Ich werde es auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen und werde es testen, falls ich dann Sonnenbrand bekommen sollte. Werde es dann mal versuchen, weil eigentlich ist es wirklich so wie so eine Après-Sun. Es ist super, super angenehm auf der Haut. Auf jeden Fall Favorit. Dann kommen wir zu meinem nächsten Favoriten momentan und zwar das hier. Kennt ihr das? Habt ihr da schon mal was von gehört? Habt ihr das mal gesehen? Also ich denke, diejenigen, die TikTok haben, die haben das bestimmt schon mal gesehen, weil TikTok, Alter, Leute, da entstehen die Trends momentan. Wenn ihr kein TikTok habt, ne, dann seid ihr wirklich, dann lebt ihr auf dem Mond. Wirklich. Weil da passiert momentan gerade alles. Und das habe ich tatsächlich auch erst durch TikTok kennengelernt und ich finde das wirklich, wirklich geil. Und zwar ist das ein Gua Sha Stein. Genau. Und zwar ist das aus Rosenerz? Heißt es Rosenerz? Und zwar ist es dafür da, dass man damit sein Gesicht modellieren kann. Beziehungsweise es regt die Lymphen an, sodass halt Schadstoffe und so weiter und so fort aus dem Körper raus gefiltert werden können. Und da kann man richtig schön sein Gesicht massieren. Am besten mit einer öligen Base, also irgendwas Öliges aufs Gesicht, ein Serum oder so. Und dann kann man das wirklich gut massieren. Man kann hier komplett, ich will jetzt nicht so komplett drücken, weil ich habe Make-up drauf, aber man kann hier wirklich seine Wangenknochen modellieren. Man kann sich das hier so nach oben drücken. Gerne kann ich auch mal ein Video dazu machen, wie ich das mache mit meiner momentanen Pflegeroutine. Auch zum Beispiel, wie ich das hier benutze oder generell meine neue Abschminkroutine. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil das hier, wirklich, das ist der Shit. Das ist wirklich das Neueste, was ich wirklich entdeckt habe und ich feiere das richtig. Ich würde es gerne richtig machen, aber ich habe Make-up drauf, deshalb geht es leider nicht. Aber ich habe euch das alles auch nochmal in die Infobox gepackt. Also alle Produkte, die ich euch hier in diesem Video zeige, findet ihr nochmal alles detailliert in der Infobox. Und auf jeden Fall ist das hier ein Gua Sha Stein. Womit machen wir weiter? Vielleicht eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar ist die Boutique Beauty Bag ab sofort wieder unter boutique.com erhältlich. Und unter anderem ein neues Produkt. Und zwar ist das hier das Boutique Pinsel Case. Kann man hier an der Seite öffnen. Und dann kann man es rein theoretisch als Pinselhalter benutzen für den Schminktisch. Und das ist ab sofort erhältlich unter boutique.com. Ihr könnt sehr, sehr gerne mal vorbeischauen, solange der Vorrat reicht natürlich. Und auch wenn es jetzt Werbung ist, sind es trotzdem meine Favoriten. Denn ohne diese zwei Sachen, glaubt mir Leute, Reisen ist damit ein Kinderspiel geworden. I love it. Ich habe etwas wiedergefunden, was ich sehr, 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 sehr lange Zeit benutzt habe. Und ich glaube, ich habe das irgendwann mal damals in eines meiner Favoriten-Videos mal gezeigt. Und zwar, kennt ihr das noch? Das ist ein Peeling von Soap & Glory und das nennt sich Flake Away. So sieht das Ganze aus. Und ich schwöre es euch, Leute, 2014 habe ich das so gesuchtet. Ich habe das wirklich bei jeder Dusche benutzt und habe damit meine Beine gepeelt und wirklich einen krassen Unterschied gemerkt. Das Produkt ist wieder etwas für die Dusche und zwar ist es das hier und das ist auch unglaublich. Das Geile ist, es hinterlässt halt noch so einen öligen Film, sodass man halt seine Beine nicht nochmal oder seinen Körper generell nicht nochmal eincremen muss. Und das ist wirklich nice. So, womit machen wir weiter? Machen wir weiter mit so Sunscreen und so? Ich glaube schon, ja. Machen wir damit weiter. So, habe ich da so ein paar Sachen hier vor mir stehen. Sehr viele fragen mich immer jeden Sommer, was denn so meine Lieblings-Sonnencremes sind, womit ich mich gerne pflege, was ich mache und so weiter und so fort. Und einmal das hier, das habt ihr auch, glaube ich, schon in eines meiner letzten Videos, in meinem Summer Glowy Make-up-Video gesehen. Und zwar starte ich eigentlich immer mein Make-up mit Sonnencreme. Ich habe jetzt das hier von Lancaster. Und zwar ist das hier ein Gesichts... Alter, mein Kopf... Eine Gesichtssonnencreme, die nennt sich Sun Control von Lancaster. Mit 30 Lichtschutzfaktor. Und zwar ist es auch Anti-Aging. Und die riecht super, super gut, ist super leicht auf der Haut. Und bei mir, also ich hasse Sonnencreme, die zu flüssig ist, die dann eventuell in die Augen kommen kann. Und bei der hatte ich wirklich noch nie ein Problem. Ich hatte schon viele Sonnencremes fürs Gesicht, aber bei der, die ist mega. Machen wir aber direkt weiter mit Lancaster. Denn dazu habe ich auch noch die passende Sonnencreme. Und zwar ist das die Sun Beauty Velvet Milk. Und zwar auch mit 30 Lichtschutzfaktor. Und so eine Tube hält auf jeden Fall für mich und Eugen durch. Also eine Tube reicht komplett aus. Da sind jetzt auch 400 Milliliter drin. Also die ist wirklich, wirklich riesig. Und die macht auch keinen weißen Film. Die bleibt auf der Haut. Man kann damit schwimmen gehen. Die ist trotzdem noch auf der Haut. Also die ist wirklich sehr, sehr geil. Dann habe ich aber noch eine. Da habe ich aber leider, glaube ich, nur die... Ist das die
spanische. Ich hatte jetzt leider hier nur noch die spanische Version. Und zwar ist, die gibt es aber auch, wie gesagt, in Deutschland. Und zwar ist das die von Nivea mit Carotin. Die hat zwar nur einen Lichtschutzfaktor von 6, die benutze ich aber auch wirklich nur am Ende des Urlaubs. Also definitiv nicht am Anfang, wenn meine Haut noch so richtig roh-chicken-mäßig ist, also so gar nicht gebräunt, dann kann man die natürlich auch benutzen. Aber bis zum Ende des Urlaubs ist die mega, weil die ist, nee, man sieht es leider nicht so, ein bisschen. Die ist halt so leicht orange und zwar ist da Carotin mit drin. Und eigentlich sagt man ja auch, wenn man Karotten isst, da wird man brauner und dann ist es irgendwie gesund für die Haut und so weiter. Und ich muss sagen, die benutze ich echt schon seit Jahren. Seit Jahren, Jahren, Jahren. Ob sie jetzt die spanische ist, ob sie deutsche ist, whatever. Die ist wirklich sehr, sehr geil. Und ich finde, wenn ich die dann noch benutze, hat die nochmal so einen extra Touch an Bräune, aber an gesunder Bräune. Und danach pelle ich mich auch nicht. Und die gibt einem nochmal so eine knackige Bräune. Und ich finde die wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und könnt ihr sehr, sehr gerne mal ausprobieren, wenn ihr mal auf der Suche seid nach einer neuen Sonnenmilch. Jetzt kommen wir zu Après-Sun. Und das sind meine absoluten Favoriten. Ich weiß gar nicht, wer mich darauf gebracht hat. Auf jeden Fall geht es darum. Haben bestimmt die ein oder anderen schon mal gesehen. Und zwar ist das die von Lancaster, der Tan Maximizer. Und es steht auch hier drauf. One month tan prolonging. Das heißt, ein Monat länger hat man seine Bräune aus dem Urlaub. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so bestätigen kann. Aber, Leute, ich schwöre es euch, nach jedem Sonnenbaden benutze ich das und ich bin einfach null rot. Also klar kann das mal sein, wenn man irgendwie Sonnencreme drauf gehabt hat, ist man trotzdem noch so ein bisschen rot oder ein bisschen sunburned gefühlt. Aber damit ist alles am nächsten Tag weg. Und falls mal dazu kommen sollte, dass ihr einen Sonnenbrand habt, benutzt das. Ich schwöre es euch, ihr seid am nächsten Tag sofort braun. Ihr habt keine Schmerzen wegen einem Sonnenbrand. Es ist gefühlt, wirklich gefühlt, zieht das einem den Sonnenbrand raus und macht einen direkt braun. Und das ist jetzt leider nur die kleine Tube. Die gibt es ja auch in dieser Größe. Die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal bestellen. Also das hier in der Größe. Weil das war jetzt, glaube ich, nur fürs Gesicht. Aber das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ich habe das gleiche auch in einem Öl. Muss aber sagen, dass ich die Creme-Variante ein bisschen besser finde, weil das ein bisschen mehr klebt. Aber es ist auch gut. Aber ich finde das besser und gerade wenn man irgendwie Sonnenbrand hat, kühlt das auf jeden Fall mehr, als es das tut. Und das, oder das ist der Shit. Also das ist wirklich die Geheimwaffe von mir seit Jahren. Ich glaube, seit 3, 4 Jahren oder so benutze ich das immer. Und jedem, den ich das gebe, wenn er Sonnenbrand hat, ist begeistert davon. Und sagt, oh mein Gott, mein Sonnenbrand ist halt wirklich einfach weg. Man dachte so, okay, man hat jetzt eine Woche irgendwie verkackt, weil man irgendwie Sonnenbrand hat und man darf sich nicht mehr in die Sonne legen. Aber damit, that is wirklich Hammer. So, boah, das fühlt sich ja richtig an wie früher, Mann. Das ist ja richtig Throwback hier. Machen wir weiter mit Make-up. Das habt ihr vielleicht schon auf meinen Lippen gesehen. Und zwar ist das hier Tatouage Couture Matte Stain. Das ist diese Farbe hier. Und zwar ist das die Nummer 12 von Yves Saint Laurent. Dasselbe habe ich in der Nummer 7. Und das habe ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt bekommen von Jackie. Und ich liebe es, weil ich glaube, es färbt ein bisschen ab. Also es ist nicht komplett so wie so ein Liquid Lipstick, aber es ist halt extrem leicht auf den Lippen. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr so ein Liquid Lipstick irgendwie benutzt, dass das so sehr fest ist und halt sehr trocken wirkt und der ist halt null so. Der hält wirklich sehr gut. Also eigentlich so ein ganzer Abend, damit komme ich echt gut klar. Aber ich liebe diese Konsistenz davon. Also es ist super, super, super leicht. Kann es echt nur empfehlen und benutze das fast täglich, wirklich. Und habe das auch auf einem meiner Bilder auf Instagram getragen, wo mich super viele Leute gefragt haben, was das denn jetzt für eine Farbe ist. Ich kann euch das hier mal zeigen, welches Bild das war. Und ich könnte es sehr, sehr gerne mal swatchen, sehr gerne mal ausprobieren im Laden. Aber das ist der Shit. Also ich habe, glaube ich, noch eine Farbe letztens gekauft. Moment. Ich habe noch eine Farbe. Das ist nicht dieselbe. Es sieht ein bisschen ähnlich aus in der Kamera, aber der ist dunkler als der. Und zwar ist das hier die Nummer 7 und das ist die Nummer 16 und das ist die Nummer 12. Und wirklich, ich kann es euch nur ins Herz legen. Diese Dinger sind der Shit. Kommen wir zu Glow. Und zwar habe ich das auch in eines meiner letzten Videos vorgestellt. Ich glaube, war, glaube ich, mein Summy Glowy, mein Summer Glow Make-up. Das Tom Ford Soleil
Blanc, Blank. Und zwar das hier. Girls, das ist der Shit. Zwar ist das ein Shimmering Body Oil von Tom Ford in der Richtung Soleil Blanc. Wie dasselbe Parfum, Soleil Blanc. Und wenn ihr das kennt, es riecht wirklich nach Kokos, nach Sommer, nach Strand. Das riecht einfach, das ist einfach Sommer in einer Tube. Und das ist Sommer in einer Tube, nur mit Glitzer. Das ist so geil. Und das hat halt so eine Sprühfunktion. Das kann man sich halt drauf sprühen. Dann verteilen und ich mache das halt immer so gerne auf meine Beine im Urlaub. Und weil es halt nach dem Parfum riecht, muss man nicht mal Parfum benutzen. Da sieht man es ein bisschen, wie das. Ja, man sieht es. Seht ihr das? Es hat einen richtig schönen Schimmer, aber nicht zu aufdringlich. Und ich liebe dieses Zeug. Also das war, glaube ich, meine zweite Flasche. Und ich habe das vor 3 Jahren das erste Mal gekauft. Und glaub mir, das ist so krass ergiebig. Das ist ein bisschen teurer auf jeden Fall, aber es ist extrem ergiebig. Und ist mega geil. Also ich feiere das richtig. Dann machen wir weiter mit einem Summer Body Glow, was wirklich, wirklich nochmal eine andere Nummer ist als das Body Oil. Und zwar ist es das hier. Habe ich tatsächlich seit letztem Jahr. Und zwar ist es von Huda Beauty. Und zwar nennen sich diese Dinger Nymph Body Highlighter. Sie haben es, glaube ich, damit beworben, dass es wie so eine durchsichtige Strumpfhose ist. Und ich würde es euch einfach mal hier auf dem Arm zeigen, was das für einen Effekt hat. Weil wenn man dieses Zeug auch als Base, als Make-up macht und dann sein Make-up drauf macht, Leute, kein Spaß. Es hält den ganzen Tag und man hat so einen richtig schönen Glow drunter. Und das auf die Beine, ciao, Alter. Wirklich ciao. Ich zeige es euch mal. Jetzt nicht wundern, ich habe zwar gerade schon das Öl drauf gemacht. Ich mache es jetzt einfach mal drüber, damit ihr den Effekt davon seht. Ich habe jetzt 2 so Pump-Dinger. Ey, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ich muss kurz meine Dings... Ich glaube, das ist nämlich schon viel zu viel. Aber schaut euch das mal jetzt an. Also klar, es sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber wenn man das halt komplett geil verblendet, dieses Zeug hält. Ihr sitzt euch irgendwie... Ihr macht das auf die Beine, ihr setzt euch in euer Auto und ihr müsst keine Angst haben, dass da irgendwas vollgeschmiert wird oder so. Das bleibt einfach auf der Stelle. Das ist so krass. Das ist wie so ein Kleber. Und guckt euch mal den Unterschied an. Es hat einen wirklich... Also meine Hände sehen so aus. Es hat einen wirklich, wirklich sehr, sehr schönen Schein. Und schaut mal, wie ebenmäßig mein Arm auf einmal aussieht. Das sieht so crazy aus. Leider wirkt das nicht so gut, wie es eigentlich ist, aber es ist wirklich, wirklich krass. Das war auch mega lange Zeit ausverkauft. Oh, so sieht man's. So sieht man's. Yay. Da seht ihr mal den Unterschied. Und es ist kein Selbstbräuner. Also nicht, dass ihr denkt, das ist ein Selbstbräuner. Es ist kein Selbstbräuner. Das ist wirklich nur so ein Schein. Ich kann auch meine kleiner Handunterschied. Da ist nichts drauf, da ist dieses Zeug drauf. Aber das Zeug bleibt halt da an der Stelle, wo man es drauf macht. Also es färbt nicht ab. Das ist halt das Geile. Und hier seht ihr, wie gesagt, mal den Unterschied ohne irgendwas und mit dem Zeug. Und wie gesagt, ihr könnt es direkt beim Duschen komplett abmachen. Das ist kein Selbstbräuner. Well, I love it. Ich liebe, liebe es. Und das gibt es auch in 3 Farbnuancen. Das war jetzt die mittlere, es gibt noch eine hellere und noch eine dunkle. Dann natürlich, wenn ihr einen geilen Highlighter sucht, dann habe ich das hier für euch. Das war die Boutique Champagne Palette, die übrigens Produkt des Jahres 2019-2020 geworden ist. Glaubt mir, bei der... Kein Spaß, Leute. Watch mal. Seht ihr den Schein? Aber wenn ihr diesen Highlighter benutzt... Glaubt mir, Leute, dann braucht ihr keine anderen Highlighter. Das findet ihr natürlich wieder unter boutique.com. Ihr könnt auch gerne mal in der Infobox gucken, da ist alles verlinkt. Beste Highlighter, sowieso All-Time-Favorite seit immer. Aber jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt, was ich eigentlich gerade schon mehr oder weniger angeteased habe. Und zwar ist das hier das Pendant zu dem Körperöl. Und zwar Soleil Blanc. Blanc, Blank, Blanc, keine Ahnung. Richtig, richtig geil. Der Duft ist einfach so mal... Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, ich war so, okay, ist das ein bisschen zu stark, aber ey Leute, ihr macht das drauf und ihr riecht einfach nach Sommer. Das ist einfach Sommer in einem Flakon. Und ist auf jeden Fall für diesen Sommer mein Lieblingsparfum und kann es euch wirklich sehr ans Herz legen. Testet es gerne mal aus, wenn ihr irgendwo mal in der Parfümerie seid. Testet es mal aus und schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, aber ich würde sagen, das war es dann auch schon mit meinem Sommerfavoritenvideo von den Produkten, die ich wirklich tagtäglich benutze und im Sommer auch tagtäglich benutze. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, hier, ihr könnt das The Ordinary Hyaluronserum gewinnen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist, einen Kommentar zu schreiben, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und natürlich Abonnent meines Kanals zu sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr mehr solcher Favoritenvideos haben wollt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich fühle mich gerade auch so ein bisschen so in die Zeit zurückgesetzt, einfach nur über Produkte zu reden. Aber es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, denn super viele Leute fragen mich auch danach. Deshalb, I got you. Und ich hoffe, euch geht's gut. Fühlt euch alle geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!